Wir wollen wirklich bei all dem, was wir tun, an die Patienten denken. Und es ist oft so, Menschen leiden da draußen und wir tun eben Gutes dafür, ja, dass Patienten nicht mehr leiden müssen. Also das ist unsere Philosophie. Ich bin Christian Boykolt, Commercial Lead für Rheumatologie bei Janssen. Was wir sehen wollen, ist halt, wie Menschen wachsen. Was uns ganz, ganz wichtig ist, und das machen wir in letzter Zeit immer mehr, wir versuchen sozusagen Achtsamkeit zu trainieren. Wir schauen einfach, wie geht es unserem Mitarbeiter, wo steht er jetzt gerade, dieses wie geht's dir, das ist nicht einfach nur eine Begrüßung bei uns, sondern ich versuche immer zu gucken, ist alles in Ordnung, habe ich jemandem zu viel gerade zugemutet. Ich versuche, dass Menschen sozusagen den Freiraum haben, dann zu arbeiten, wenn es in ihrem Biorhythmus am besten ist. Was wir möchten ist und was wir hier wirklich praktizieren, dass jeder mitgestaltet, dass jeder sich mitverantwortlich fühlt und auch sozusagen immer wieder das Unternehmen mit verbessern hilft. Uns ist ganz wichtig, dass nicht nur wir gucken, was die Leute machen, sondern vor allen Dingen auch, wie sie das machen. Also sprich, ob sie kollegial sind, ob sie im Team gut arbeiten und diese Dinge. Das ist uns extrem wichtig. Nur wer Mut hat, nur wer versucht sozusagen auch mal zu widersprechen, nur wer immer wieder hinterfragt, der wird am Ende erfolgreich sein. Und das versuchen wir auf unsere Mitarbeiter zu übertragen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass unsere Kultur eben so ist, dass wir versuchen, mutige Leute zur Eigenständigkeit zu bringen. Das ist das, was wir wollen.